So, herzlich willkommen zu Emergency 4 in der Biberfelde 2020 Modifikation in der Privatversion. Vorweg, bevor ich das Video richtig anfange, ich höre mich etwas nasal möglicherweise an oder etwas anders als ihr es gewohnt seid, da ich hart erkältet bin, hart Schnupfen habe. Ich sogar fast drüber nachgedacht habe, das Video heute, beziehungsweise für mich morgen, am Samstag, den 7. Dezember ausfallen zu lassen. Aber da dachte ich, das Video kriege ich schon irgendwie über die Bühne, da es mittlerweile auch schon etwas besser ist als an den vergangenen Tagen. Da hätte ich dann fast gesagt, das Video fällt aus. Aber so hoffe ich, dass euch das nicht stört, wenn ich mich wirklich, ich vermute mal, ich höre mich sehr nasal an. Und sehr ungewohnt, und ich hoffe, ich kriege das irgendwie über die Bühne, ohne irgendwie großartig zu schniefen oder sonst was, weil das ist recht unangenehm, so dass ich mir da echt Mühe gebe. Aber ich dachte mir, ich habe das jetzt so lange durchgezogen, tatsächlich, ich brauche ernsthaft eine Tür und eine Öffnung, ja? Ich habe das jetzt so lange durchgezogen mit meiner mit meinen konstanten Videos. Da will man wieder hochtrabende Worte benutzen, die man nicht rausbekommt. Natürlich mit einfach meinen konstanten Video-Uploads am Mittwoch und Samstag. Jetzt habe ich kurz überlegt, wann ich denn überhaupt Videos hochlade. Natürlich am Mittwoch und Samstag. Und ich möchte das einfach beibehalten, weil es ist eigentlich ganz gut zu schaffen, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht sterbenskrank, deshalb möchte ich das so weiter durchhalten und auch weiter führen. Im Moment stagnieren ja die Streams, also streamtechnisch habe ich in letzter Zeit, ich glaube die letzten 3 Wochen gar nichts gemacht. Das hat mehrere Gründe. Erstens brauche ich mal eine Pause davon, denn Streamen ist, auch wenn viele das nicht glauben, tatsächlich sogar recht anstrengend, da man immer aufpassen muss, was man sagt und was man so im Allgemeinen von sich gibt, was ja bei den Videos nicht so ist. Ne? Im Video kann ich viel rausschneiden, was vielleicht jetzt unangebracht war oder ich einfach nicht hätte sagen dürfen. Deshalb ist ist das halt etwas einfacher als jetzt diese Livestream-Geschichte. Der zweite Punkt ist, Marcel, mit dem ich ja immer gestreamt habe, hat momentan arbeitstechnisch viel zu tun, sodass er da einfach keine Zeit hat. Und alleine streamen habe ich eigentlich auch nicht so die Lust. Ich meine, ich werde das vielleicht noch wieder machen, eine Runde Wegberg oder so. Das habe ich ja früher tatsächlich recht häufig gemacht. Den Stream für 1-2 Stündchen angeschmissen, Wegberg reingehauen und dann ging's los. Jetzt wollte der Mansfeld auch schon wieder immer durchkommen. Nein gehauen, wollte ich sagen. Natürlich rein. Reingehauen wollte ich, möchte ich so mich mal hochdeutsch ausdrücken. Denn ich merke, dass ich doch tatsächlich relativ häufig in meinen Mansfeller Dialekt reinfalle, obwohl es so natürlich nicht von mir beabsichtigt ist, aber irgendwie ist das halt manchmal drin, ne? So, wir warten auf das NEF. Ich habe ewig kein BFE mehr gespielt, ne? In letzter Zeit viel, was heißt viel? Also eigentlich so zocktechnisch gar nicht. Auch nicht viel Emergency, aber wenn, dann meistens so Germersheim. Ich habe den Tag auch mal wieder eine Runde Wegberg gespielt. Das werde ich, denke ich mal, auch nochmal wiederholen, denn Wegberg hat tatsächlich wieder Spaß gemacht. Aber BFE tatsächlich in letzter Zeit nichts. Alles, was ihr so gesehen habt an Videos, war meistens doch relativ alt. Also vorproduziert halt, so dass ich das tatsächlich in letzter Zeit nicht häufig angeschmissen habe. Ich denke, ich werde das Video auch etwas kürzer halten, einfach um mich und meine Stimme etwas zu schonen, und ich möchte euch das auch nicht so lang antun. Deshalb seid nicht böse, wenn das Video nur 20 Minuten geht oder so. Wir werden sehen, vielleicht ergibt sich was, dass das Video ganz normal lang ist, also halbe Stunde, aber ich hoffe einfach mal, dass es etwas kürzer ist, dass ich da mich selbst etwas schon. Ich hätte easy das Video ausfallen lassen können, ne? Das wäre für mich jetzt nicht das Problem gewesen, weil, wie gesagt, ich bin davon nicht abhängig, aber ich wollte es halt, ich habe noch nie ein Video ausfallen lassen, deswegen wollte ich das auch jetzt nicht machen. Sollte ich irgendwann mal mit der bösesten Männergrippe ever im Bett liegen,
lasse ich es dann wahrscheinlich aushalten. Oder ich spiele auf dem Smartphone Emergency HQ oder so, ohne Ton, dass ihr wirklich nur mein Spiel seht. Aber ja, das ist natürlich nur so kleine Hirngespinste, ne? Was ist denn hier los mit Einsatz so? Ich meine, 48. komm, wir wollen ja mal, komm, gib mal E-Boost. Ich will einen Einsatz fahren. Ein Feuer oder ein VU? Feuer? Ne, doch nicht. Schauen wir mal über die Map hier. Industrie brennt doch ganz gern. Was brennt denn? Brennt hier was? Hier brennt leider nichts. Ach komm, gib mir doch mal einen Einsatz. Ich hab doch eh Start drin. Ist recht ruhig gerade, ne, im BFE. Die BFE-Map ist halt echt schön, ne? Also klar, ich meine, irgendwann hat man sich daran satt gesehen. Aber für Emergency 4, ich meine, guckt mal, wie alt das Spiel ist, ne? Was da noch, ja, das BFE-Team im Allgemeinen rausgeholt hat und was halt jetzt hier nochmal ein Stück weit verfeinert. Oder ganz schön verfeinert und Feuer. Oh, ein Schornsteinbrand. Fahrzeug 30 hört. Da würde ich aber tatsächlich nur den Halbzug rausholen. Einfach weil ich weiß, dass ich ja nur DLK Halef. Und ja, ehe wir benötigen, mehr brauche ich da einfach nicht. Alles andere steht nur unnötig an der E-Stelle rum. Sieht tatsächlich ganz interessant aus hier, ne? Mit dem Funkenflug, das sieht schon cool aus. Lustig wäre, oder cool wäre, wenn das Feuer bzw. die Funken dann dadurch noch auf den, ja, auf die Bäume dort Fahrzeug auf überschlagen würden. Fahrzeug. Das hätte natürlich was. Wir haben einen Einsatz am Bahnhof und brauchen hier natürlich auch wieder ein NEF. Fahrzeug Ah, 40. okay. Fahrzeug Den 40. Kollegen brauchen wir jetzt nicht. Wie komme ich denn da am besten ran? Ich denke mal von hier, ne? So, dann stellen wir die Leiter mal hier so hin. Zack. Natürlich direkt unter dem Baum ist auch nicht optimal. Den ELW lassen wir hier vorfahren. Fahrzeug 12. Das HLF, meinetwegen hier an die Seite. Und dann bauen wir uns dort. Ah, kacke, ich habe was Alpha. vergessen, ne? Charlie, Fahrzeug 44. Fahrzeug Die 44. Fahrzeuge stehen doch da noch schief. Das Alpha. muss ich mal kurz machen, dass die mal rausfahren. So, dann bauen wir hier erstmal in Ruhe auf, ne? Fahrzeug 9. Ihr dürft euch einmal ausrüsten mit PA. Die Besatzung vom HLF. Oh, ein VU. Stellt mir doch mal Was gibt's? direkt Auf dem Weg. die Wasserversorgung her, bitte. Dann. Höre, wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 12. Ihr solltet mir doch einen Schlauch holen. Verstanden. Woran Kein scheitert's? Problem. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Ja? So. Hydrant haben wir hier vorne, glaube ich, ne? Kein Ich Problem. weiß, brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Das Feuer kriege ich vorher aus. Wird umgehend Ach, gucke, durchgeführt. Leiter funktioniert sogar ganz gut. Was gibt's? Fahrzeug 9. Das sieht sogar ganz gut aus, ne? Echt schick. Ich meine, gut, die Leiter könnten ein bisschen höher fahren. Das wäre noch ganz Fahrzeug cool. 44. Oh, schreit schon. Ich glaube, das ist schon fast zu spät, weil der Kollege natürlich jetzt ewig rennt. VU, was haben wir denn? Okay, dann brauche ich einmal, also einmal die Besatzung Fahrzeug oder die 45. Fahrzeug RD-Besatzung der 45. BF. Das zweite HLF. Ich möchte den Rüstwagen ganz gern haben. Frage ist, Fahrzeug ja, der 33. dürfte ausrücken, ne? Und tatsächlich die Wache 3 Fahrzeug 31. zum Absichern. So. Fahrzeug 15. Schon unterwegs. HLF ist alarmiert. Die Jungs arbeiten hier, ne? Fahrzeug 12. Sehr schön, okay. Dann brauche ich hier einmal den Rettungsdienst. Schon unterwegs. Und eine Polstreife.
unterwegs. Ich denke, das war ja schon zu spät, ne? Ja. Das war schon zu spät. Okay, pass auf, aber dann mache ich es mir jetzt mal einfach. Dann lösche ich die Person einfach mal, denn ich da jetzt den Bestatter, die Pool, das dauert mir zu lang. So. Wir haben den nächsten. Ja, die Einsatz reinbekommen. Feuerwehr hat eintreffen. Das HLF der BF. Ich höre Rüstwagen, ich höre ein paar RTWs. Die Wache 3 stellt mir den Brandschutz sicher. Das war der, ja, der Funkmeldeempfänger, welcher gerade mal wieder keinen Empfang hat. Ach, ist das furchtbar. Technik, die begeistert. So, dann brauchen wir hier einmal bitte das hydraulische Rettungsgerät und Brandschutz mittels Feuerlöscher und SAE. Ist dann somit auch sichergestellt. Fahr bitte deine Kiste auf Seite, ja. So. Dann schneidest du schon mal den schwarzen. Der Kollege vom okay, den habe ich aus den Reihen setzen lassen, das wollte ich natürlich nicht. Du holst dir bitte einmal die, ja, die Rettungsschere. Und das ist Hartlaut, ne? So. Dann sperren wir einmal hier relativ weit vorne ab. Einmal hier. Einmal hier. Zack, das hätten wir. Als nächstes haben wir hier die verletzte Person. Mein Handy ist schon wieder richtig am Ausrasten. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll vibrieren. PKW-Brand auf der Autobahn. Dann einmal das HLF. Ach guck mal, die Leiter steht auch noch schief, ne? Habe ich mich schlecht vorbereitet diesmal. Oh, ein Busbrand. Und wir benötigen dazu... ich sperre komplett. Und dazu die Autobahnpol bitte. So, erste Person ist raus. Dann einmal den RTW hier an die Seite. Und auch der zweite... Wo ist denn der zweite? Ach, der steht hier, ne? So, beide Personen sind aus den Fahrzeugen befreit, werden direkt behandelt, ihr könnt die... Oha, oha, das war eng. Dann das NEF der BF, ja, zum Einsatzort bitte. So, ich würde sagen, die Patientin nehmen wir auf und behandeln wir weiter im RCW hier mitten auf der Straße. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb einmal wunderschön. Fahrzeug 18 schon unterwegs. Natürlich jetzt hier ohne PA, aber mein Gott, hey. Oh, das Scania HLF, ne? Das ist wunderschön. Wunderschön. Aber wobei der Ziegler mir mittlerweile auch echt. Der gefällt mir echt gut, ne? Problem ist, ich werde. Ich werde beide. Oder ich werde zwei NEFs benötigen. Die habe ich gerade eigentlich nicht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Hier kann zusammengebaut werden. Da brannt es soweit aus. Wer war das jetzt? Du, ne? Ja, genau. Die bauen zusammen. Sehr schön. Der genau, das Feuer ist auch als ausdeklariert. Sehr schön. Dann einmal einrücken, bitte.
Der LB kann hinterherfahren. Und dann brauche ich tatsächlich einmal das NEF aus der Stadt von hier oben. Geht nun mal gerade nicht anders. Kollege. Fahrzeug 35. Kollege BF ist jetzt auch auf Anfahrt. 19. Und ich brauche einen zweiten RTW. Den habe ich glücklicherweise noch da. Das geht und zwar hier am Schwimmbad. So, die Leiter kann einrücken, wird gerade nicht benötigt. Feuer ist aus. Die Pol ist auch da. Dann übernimmt die Pol die Einsatzstelle. Fährt hier mal an die Seite. Natürlich ohne Horn. Nur bitte Blaulicht an. Und die. Ja, wie nennt man das? Diese Warntafel bitte aufstellen. Oh, ich muss mein Handy mal beiseite nehmen. Was ist denn hier los? Verzeihung. So. Da kann es doch direkt weitergehen. Wir rüsten einmal bitte Kollege. Rettungssanitäter mit. Rucksack und Trage aus und dann können wir einmal ins Bad schauen, dass wir die alle halbwegs vernünftig behandelt bekommen. Feuer unbekannte Ursache, was haben wir? Anscheinend haben wir noch nichts, aber dann fahren wir dort einmal mit HLF. Oh, und wir haben Feuer, ne? Ja. Dann fahren wir dort einmal mit HLF und ELW hin. Ich könnte natürlich Wache 3 abziehen und das werde ich, denke ich, mal auch machen. Denn theoretisch dürfte jetzt hier nichts mehr passieren. Natürlich, eigentlich müssten wir die noch da lassen, weil noch hier Betriebsmittel rumstehen, aber ich möchte das 1625 jetzt mit in Brandeinsatz nehmen. So. Okay, dann bitte einmal ist hier noch viel Öl? Ne, man sieht es gerade schlecht. Ich bräuchte hier einmal bitte einen Polizisten, der mir zwei Abschlepper organisiert. Das wäre schon nicht schlecht. Dann machen wir hier einmal zack und können einrücken und wir geben auch die Autobahn wieder frei. Sehr schön. Fahrzeug 31. Fahrzeug 31. Wir machen das über die SAE, denke ich mal. Alles klar. So, dass uns hier kein Waldbrand aus. Oder das Feuer nicht aus den Fugen gerät. Der nächste PKW-Brand. Die Wache 2 scheint heute noch PKW-Brände zu fahren. Hier steht das HLF, ne? Wo haben wir denn was? Na, dann einmal ausrücken, bitte. In der Zwischenzeit. Kümmern wir uns mal um den ganzen Kladderadatsch hier, der hier ausgelaufen ist. Und transportieren einmal das Kind Richtung Krankenhaus ab. Hier braucht man glücklicherweise keinen NEF. Was doch tatsächlich mal sehr angenehm ist. Warum staut sich's hier? Ah ne, staut sich nicht, ne? Doch, hier staut sich's. Fahrzeug 41. So, zack, Problem gelöst. Okay, da sehe ich noch Öl, das können wir gleich mal aufnehmen. Da ist auch noch Öl, okay. Also wir haben schon noch ein bisschen Öl hier rumliegen. Ich glaube, der RW dürfte 3 Sack auf dem Fahrzeug verlastet haben. Ich brauche mal einen Streifenwagen. Ja,
Okay, das ist jetzt doof. Ich krieg das Feuer nicht aus. Kriege ich das mit. Ja, mit Feuerlöffeln geht's komischerweise. Oh nö, Randale möchte ich jetzt nicht haben. Nee, nee, nee. Randale ist mit nichts. Fahrzeug 41. Da habe ich keine Lust drauf, so. Du solltest hier keinen Verteiler legen, Kollege. Sondern eigentlich solltest du das wegpacken. Und dir einen Feuerlöscher holen, um deinen Kollegen zu unterstützen, der aber schon fertig ist. Der Kollege war fix. Also dürft ihr einrücken, zack. Ihr dürft Richtung Krankenhaus fahren, zack. Und ihr erstellt mal noch einen Abschlepper. Und gut ist so, was haben wir hier? Fahrzeug ist weg. Es muss nur noch ein Fahrzeug hier abgeschleppt werden. Ne, ins Wald bitte. Zack, und zwar intensiv. Und auch hier einmal intensiv Wald. Na, wird das was? Ihr werdet euch doch jetzt hier nicht verhaspeln, oder? Bitte nicht. Einmal bitte Blaulichtparty, und zwar groß. Fraktur nach Sturz. Ja, das ist okay. RCB habe ich da. Natürlich hier. Bei DHL. Beim Arbeiten wieder gestürzt. So, das dürfte tatsächlich die letzte Öllache sein, die hier rumliegt. Deshalb schicke ich das HLF schon mal nach Haus. Der RB bringt den Einsatz jetzt noch zu Ende und dann ist gut. Ja, ich fahre doch gleich weg mit dem RB. Sehr schön, dass die Rettungssanitäter jetzt endlich mal die Schranken aufmachen können. Das ist so angenehm. Ich weiß nicht, was sich das Biofelde-Team gedacht hat, das nur Feuerwehrleuten und Polizisten vorzuhalten. Ich finde das so doof, ne? Ich meine, auch ein Rettungssanitäter kann eine Schranke aufmachen, so schlimm ist das nicht. Und natürlich hat man dann den Einsatz für die Polmer, ne? Fahr mal zur Schrankenöffnung. Dass das den Polspieler im Multiplayer auch einfach nur tierisch auf die Eier geht, naja. Das sei mal dahingestellt. So, Rüstwagen hat seine Arbeit beendet. Denke ich zumindest. Und dann kann ich die Strecke tatsächlich auch schon wieder freigeben. Zack. Auch der Polizist auf dem Motorrad darf weiterfahren. Und zwar hier, Route 2. Route 1. Und dann haben wir das. Oh, hier, ne? Das ist ja auch beendet. Dann dürft ihr einmal komplett einrücken. Und ich würde tatsächlich schon mal den E-Stab reinhauen. Und, ach, hier kann der BFRTW mal wieder rollen, ne? Der kommt gerade ein bisschen zu kurz, habe ich das Gefühl. So. Was gibt es denn Arbeit? Fahrzeug 44. Dann einmal bitte anbehandeln. Und der Notarzt steigt bitte bloß zu. Was gibt's denn unterwegs? Wird gemacht. Das war hier, ne? Na, komm, einmal bitte aufnehmen. Der Person geht es jetzt auch nicht so mega schlecht. Das kriegen wir alles hin. Dann einmal Richtung Krankenhaus. Und die beiden Einsätze sind dann tatsächlich abgearbeitet. Und dann soll es das jetzt auch von mir gewesen sein. Ich weiß, das Video, wobei so kurz ist es gar nicht, ich sehe gerade 25 Minuten ist okay.
Aber ich finde, ich habe mich ganz wacker gehalten dafür, dass die Stimme und auch dieses Nasale ja, bisschen anders ist als normal. Funkmelder, halt die Klappe. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einer meiner nächsten Videostreams. War's auch mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.